Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Heute habe ich die vier apokalyptischen Reiter der Beziehung für dich mitgebracht. Also dranbleiben. Die menschliche Beziehung, die Kommunikation ist natürlich ein Riesenthema und ich werde auch immer wieder gefragt, ob ich da Tipps habe, beziehungsweise was mir so auffällt in Sitzungen, die ich mit Paaren mache. Ich bin Oliver Ereny, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und ich habe heute für dich die vier apokalyptischen Reiter der Beziehung in der Kommunikation mitgebracht. Die Idee ist einfach, hör es dir an und vielleicht entdeckst du ja den einen oder anderen Hinweis auch in der Kommunikation mit deinem Partner oder auch mit deinen Freunden, die du in Zukunft vermeiden kannst. Der apokalyptische Reiter Nummer 1 ist Kritik zu äußern. Also man kritisiert einfach nur den Partner für irgendetwas. So eine Kritik wirkt dann natürlich wie ein Brandmal. Das kennst du vielleicht auch, wenn du einfach mal, was redest du schon wieder für einen Blödsinn? Zum Beispiel bekommst du sowas gesagt, was redest du jetzt wieder für einen Blödsinn? Und das ist dann wie ein Etikett. Da kannst du nicht drauf reagieren. Da wurde quasi ein Stab über deinem Kopf gebrochen und du stehst dann da mit dieser Etikettierung und kommst da nicht raus. Also das ist ein Stempel. Stemple deinen Partner nicht ab, kritisiere ihn nicht einfach, sondern schau, dass da immer ein Gespräch möglich ist. Ja? Und Kritik sollte, wenn, dann überhaupt nur aus der Ich-Form formuliert werden. Das heißt, erstens einmal häng es an etwas Nettes, dass du sagst, ich finde, du siehst heute blendend aus. Ich würde mir wünschen in Zukunft, dass du vielleicht diese Schuhe nicht anziehst oder was auch immer dann einen stört. Also häng es bitte immer an etwas Positives und formuliere das immer aus der Ich-Form. Ich sehe das so, nicht du bist so. Ich sehe das so. Ist dasselbe in einer Kindheitserziehung. Wenn du jetzt sagst zu deinem Kind, du stinkst, dann kommt das Kind nicht raus. Wenn du aber sagst, deine Windel stinkt, ja, das ist was anderes. Oder du sagst zu deinem Kind, du bist grauslich, aber du solltest eigentlich sagen, dein Verhalten, das, was du da tust, ist grauslich, ja, oder finde ich grauslich. Dann kann das Kind das ändern, aber mit dem Etikett kommt es nicht raus. Das ist also Punkt Nummer 1, Kritik. Punkt Nummer 2 ist, defensiv zu werden bei einem Gespräch. Das heißt, man weist etwas ab, man rechtfertigt sich ewig für etwas oder man leugnet es einfach. Und das ist natürlich auch schwierig, weil da kein Gespräch zustande kommt. Wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Vorwurf konfrontiert wirst, wie ich weiß nicht, ob du mir treu bist, dann kannst du natürlich das gleich abtun, ja, oder verleugnen, was die meisten machen. Wenn wir sagen, wie kommst du denn darauf? Wieso hast du das Gefühl? Und dann sagt der Partner vielleicht, naja, aus diesem und jenem Grund denke ich mir das. Dann kann man darauf eingehen, dann kann man auf die Sorge des Partners eingehen. Wenn man das aber immer gleich abtut, verleugnet und defensiv wird, dann entsteht auch keine Kommunikation. Und letzten Endes ist es ja in der Partnerschaft wichtig, sich auf den anderen zu beziehen. Also Vorsicht, werde nicht defensiv, verleugne nicht gleich, sondern geh auf deinen Partner ein. Auch wenn da ein Vorwurf kommt, der dir vielleicht unangenehm ist oder der dich dann auch kränkt oder verletzt. Da kann man ja dann drüber reden. Die dritte Kommunikationssünde ist das Mauern, auf Englisch das Stonewalling. Also man zieht sich einfach aus der Kommunikation zurück und der Partner hat deshalb keinerlei Möglichkeit mehr, dich zu erreichen. Also man verlässt einfach den Raum, kennst du vielleicht, das höre ich ganz oft. Ja, wenn ich was sage, wenn ich mit ihm reden will, dann steht er einfach auf und ist weg. Das ist ganz oft so eine Männerdomäne ein bisschen. Also da bitte achten, beziehe dich immer, suche immer das Gespräch. Und wenn du jetzt gerade die Nerven nicht dazu hast oder das Gefühl hast, du wirst da getroffen, dann versprich, dass später darüber gesprochen wird, wenn es dir besser in den Kram passt. Aber Stonewalling, also dieses Mauern, dieses Verlassen und den Partner einfach mit seinen Bedenken stehen zu lassen, ist nicht beziehungsförderlich und wird auf Dauer auch
nachhaltig deine Beziehung schädigen. Ja, und die vierte und letzte Beziehungssünde, der vierte und letzte apokalyptische Reiter in der Beziehungskommunikation ist das Geringschätzen und das Verachten des Partners. Also der Partner sagt etwas und man sagt dann drauf, du bist ja blöd oder das bildest du dir ein oder du spinnst ja nur. Also man buttert eigentlich den Partner dann runter und verachtet ihn eigentlich dadurch. Und das ist eben so die vierte Kommunikationssünde. Also immer achtsam mit dem Partner umgehen und den nicht versuchen runterzudrücken. Denn das wird sich langfristig auch ganz negativ auf deine Beziehung auswirken. Ich habe jetzt gleich nochmal einen Bonustipp für dich, aber ich möchte jetzt nochmal durchgehen. Die vier apokalyptischen Reiter. Kritik, Abwehr, das Mauern, das Stonewalling und das Verachten des Partners. Naja, und mein Bonustipp kommt gleich nachdem du dem Video einen Daumen hoch gegeben hast oder den Kanal abonniert hast. Mein Bonustipp für Beziehungen ist die 5:1-Regel. Für einen Blödsinn, eine Unachtsamkeit, eine Verletzung, die du dem Partner zugefügt hast, versuche das 5-mal positiv auszugleichen. Das wäre so eine Regel, damit die Beziehung wieder runterläuft. Das heißt, für einen Blödsinn 5-mal schauen, dass du das ausbügeln kannst. Gut, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine gute Zeit, alles Gute und rede mit deinem Partner, aber auch natürlich mit deinen Freunden. Das gilt in jeglicher Beziehung, nicht nur in der romantischen Beziehung, diese Regeln. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ich bin Oliver Ereny, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz. Tschüss.